Also ich bin der Meinung, dass man dieses Konzept des Ermöglichungsrahmens sehr wohl auf den Betrieb übertragen kann. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich einen selbstverantwortlichen, eigenverantwortlich handelnden Mitarbeiter habe und ich ihm zugestehe, dass er im Prozess der Arbeit seine Kompetenzen selbst organisiert aufbaut, dann kann ich ihm nicht einen ganz eng begrenzten Qualifizierungsrahmen als Angebot geben, sondern wir brauchen für das Unternehmen einen relativ breiten Lernrahmen, lassen wir das Wort Ermöglichung mal weg, einen relativ breiten Lernrahmen, und es liegt dann in der Entscheidung des Mitarbeiters natürlich in Abstimmung zu seinen strategischen Zielen, die er erreichen soll, in Abstimmung mit seiner Führungskraft, wie er diesen Rahmen nutzt, um seine Kompetenzentwicklung im Prozess der Arbeit zu fördern. Und da wird es ein Betrieb gar nicht verhindern können, dass ein Mitarbeiter, der weiterkommen möchte, der sich weiterentwickeln möchte, im Prinzip dann innerhalb des oder mit Hilfe des Lernrahmens mehr Kompetenzen aufbaut, als er vielleicht für seine aktuelle Position braucht. Aber wenn er in der Lage ist, mehr Kompetenzen aufzubauen, dann ist er ja irgendwann auch dafür reif, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln. Das heißt, es entsteht so eine Dynamik in diesem System, dass die Mitarbeiter, die jetzt den Ermöglichungsrahmen in stärkerem Maße für ihre eigene Entwicklung nutzen, dann natürlich auch eine Chance haben, etwas aktiv dafür tun zu können. Und das kann im Endeffekt auch wieder im Interesse des Betriebes sein. Ich glaube, die Zeiten, wo man so ganz eng sagt, hier der Mitarbeiter soll genau dieses Kästchen an Qualifikation bekommen, die werden mit solch einem Konzept natürlich vorbei sein. Und wir werden sehr viel mehr Dynamik in die Bildung bekommen. Jetzt stehst du aber ja gerade für das Thema Workplace Learning an sich. Da hast du jetzt auch ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Was ist denn, wenn ich als Mitarbeiter mich nicht ständig weiterentwickeln will? Was ist denn, wenn ich mal zufrieden bin mit dem Job, den ich habe, und eher mich so ein bisschen zurückziehen möchte? Dann kann das doch für mich auch bedeuten, ich suche nicht aktiv nach der Erweiterung meines Lernraumes, sondern ich muss sozusagen dahin getragen werden. Und vor diesem Bild tue ich mir schwer, dann mit dem Bild der Ermöglichungsdidaktik oder der Ermöglichungsräume für alle, sondern ich würde sagen, gibt es nicht verschiedene Situationen, wo einmal mehr das Selbstorganisierte gelten muss und einmal mehr das, sage ich mal, Fremdorganisierte, was ich ein bisschen auch assoziiere mit der alten Art der Berufsschule, wo mir sehr klar vorgemacht wird, wie haben Dinge zu funktionieren, ich ahme das nach so lange, bis ich das kann. Aber ich mache das nicht unbedingt, weil ich selbst besonders begeistert bin davon, sondern weil das ist meine Arbeit. Damit verdiene ich mein Geld und gut ist. Es sind zwei Aspekte. Einmal, der Mitarbeiter wird ja in diesem Ansatz letztendlich an seinen Arbeitsergebnissen gemessen. Ein Mitarbeiter, der sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, der wird irgendwann mal mit der Entwicklung nicht mehr mithalten, und dann wird die Führungskraft mit dem Mitarbeiter zusammen darüber reden müssen, wie der Mitarbeiter zukünftig eingesetzt wird. Das hat jetzt aber mit dem Lernprozess in diesem Sinne nichts zu tun. Der andere Aspekt, ich denke, wir müssen sehr aufpassen, dass die Lernkultur sich auch in einer ganzheitlichen Weise weiterentwickelt. Ich erlebe das zum Beispiel gerade so im Bereich der Bankausbildung, wo wir in einem Projekt Lernkonzepte, Blended Learning mit kleinen Projekten, mit hoher Selbstorganisation haben, und dann gehen die gleichen Auszubildenden in die Berufsschule, wo sie mehr oder weniger den klassischen Frontalunterricht erleben. Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil wir bemühen uns in dem Projekt, diese Kultur der Selbstorganisation zu fördern, zu initiieren, und dann erleben sie etwa 40% ihrer sonstigen Zeit genau das Gegenteil davon. Deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, zu sagen, wir müssen einen Teil der Bildung weiterhin quasi im klassischen Seminarstil hier durchführen. Was nicht bedeutet, dass man nicht bestimmte Teile, so gerade im Wissensbereich, wenn es um Sicherheitsfragen oder Compliance geht, zu Pflichtveranstaltungen oder zu Pflichtlernprozessen hier erklärt, aber auch zu Lernprozessen, die irgendwo in die Kultur des gesamten Lernkonzeptes reinpassen, also ebenfalls immer mehr in die Eigenverantwortung der Lerner gehen. Aber so ein bisschen Frontalunterricht und ein bisschen Selbstorganisation, glaube ich, wird sich auf Dauer nicht vereinbaren lassen.
Wie siehst du das? Wir werden einen Methodenmix haben, wobei, da bin ich von überzeugt, über die Kompetenzen selber die Selbsttätigkeit heute eine entscheidende Rolle spielt, ganz anders als früher. Also, dass der Arbeitende und Handelnde auch gleichzeitig ein aktiver Lernender ist. Aber ich will nochmal auf die grundsätzliche Sache kommen, was die Freiheitsspielräume sind. Nochmal, wir haben die Industriegesellschaft gehabt, ziemlich genau bis 70er, 80er Jahre. Da ist die Arbeit immer stärker taylorisiert worden, die Aufgaben zuschnitten wurden kleiner. Warum? Weil es produktiver war. Mhm. Das ist Taylor, wie auch immer. Lernmöglichkeiten waren fast null. Mhm. Zu der Zeit hatte man übrigens gesagt, vollschulische Berufsausbildung, kein duales System, weil wir nichts in der Arbeit lernen können. Dann ist es in der Tat mit neuen Arbeits- und Organisationskonzepten, Hintergrund Globalisierung, der entscheidende Punkt dabei sind die IT-Techniken, warum dieses überhaupt möglich geworden ist, ein Stück mehr Ganzheitlichkeit in den Betrieb, in die Arbeitsprozesse reinzubekommen. Aber jetzt sage ich ganz bewusst, ein Stück Ganzheitlichkeit mit insofern paradigmatischen Erweiterungen, weil man gesagt hat, ich brauche nicht nur das Fachliche, sondern in der Arbeit ist auch das Soziale und das Personale, das selbst ganz wichtig geworden. So, nun aber zu sagen, jetzt ist Selbstorganisation angesagt, jetzt haben wir ganzheitlich per se, das verkennt das, was im Betrieb einfach abläuft. Wir haben kompetenzbasiert, nochmal, Fach, wir hatten früher nur Fachkompetenz, Sozial- und Personalkompetenz, da haben wir heute ein Muss, ich muss Teamarbeit können, wie auch immer. Aber dieses ist jetzt immer wiederum bezogen auf betriebliche, abteilungsmäßige und arbeitsbereichmäßige Aufgabenbeschreibungen. Und die sind größtenteils verdammt eng. Ich sag's nur nochmal, wir haben Erweiterung, halbautonome Gruppenarbeit. Gehen Sie mal in eine halbautonome Gruppenarbeit, das ist halbautonom. Da findet keine Selbstorganisation statt, da findet ein Stück Selbststeuerung statt, ein Stück Selbststeuerung. Das geht bis zu den Urlaubsplänen, Material, die können die Abfolge und so weiter dort unterschiedlich machen. Das ist ein Stück Selbststeuerung in einem Organisationsrahmen, der vom Betrieb in seiner Ablauf- und Aufbauorganisation vorgegeben wird. Das ist weiter das Vorherrschende, was wir haben in der betrieblichen Organisation. Ich will das nur mal wiederum anführen, um zu sagen, wir haben nur eine beschränkte Kompetenzentwicklung auf diesen Bereich, auf den Betrieb, auf die Abteilung. Und natürlich erlaubt es oder ermöglicht es der Betrieb einigen Ausgewählten. Gucken Sie sich auch Telekom an. Die sagen ja, Personalentwicklung kannst du einen dualen Studiengang machen. Wir machen mit dir Rotation, du kriegst einen Mentor. Wie viel sind das? Das sind 5-6% im Betrieb. Also bei den anderen ist ein Zuwachs über die Qualifikation hinaus in Kompetenzen, auch höhere Gestaltungsspielräume, aber die haben weiter ihre Grenzen. Und wenn ich auf die Bildung komme, dann kommen wir, wie gesagt, auf eine noch weitergehende Einschränkung. Also diesen Unterschied muss man einfach nochmal sagen. Wir hatten übrigens nach den Hoffnungen, dass nun alles ganzheitlich wird, da sind viele, viele naive Annahmen postuliert worden. Da haben wir so etwas auch dann gehabt, ich habe es selbst erlebt, wie Retailerisierung. Dass man gesagt hat, Mensch, wir haben ja auf einmal Lerninseln, wir haben ja Gruppenarbeit, wir haben das hinter die Modelle schon 70er, 80er Jahre gewesen, Schweden, SAP, Volvo, ganzheitliche Sachen. Das ist ökonomisch nicht möglich gewesen. Wir haben in vielen Bereichen, was jetzt die Produktion betrifft, eine Retailerisierung. Wir kommen nicht zur Industriegesellschaft zurück. Kompetenzen sind weiter angesagt, der einzelnen Person ist ganz anderes gefragt. Aber wir haben eingeschränkte Spielräume und von daher auch immer nur eine eingeschränkte Kompetenzentwicklungsmöglichkeit. Und mir gefiel der Name Lernrahmen gut. Ermöglichungsdidaktik ist was anderes. Vielleicht können wir dann diesen Rahmen auch so ein Stück weit als Ausklang zu unserem Gespräch, so ein bisschen als Abschluss nehmen. Wurde es gerade spannend. Weil ich finde es auch spannend, aber ich habe das Gefühl, wir werden aus der Sicht des Lernens im Moment nicht mehr zu einem guten Ergebnis kommen, weil wir müssen eigentlich vorwegnehmen, wie wird sich das Arbeiten verändern, weil das Arbeiten treibt im betrieblichen Kontext, wie das Lernen aussieht und welche, ich habe jetzt bei dir mit Telekom Eliten herausgehört, welche Eliten bekommen denn die Chance der Persönlichkeitsbildung, der, sag ich mal, tatsächlich eine Anwendung von Workplace Learning in seiner besten Form und wem wird es denn verwehrt aus ökonomischen Gründen oder für wen wird es nur als Lockmittel hingestellt? Übrigens ganz kurz, ich glaube, dass jetzt in der Entwicklung und das hängt einfach mit unserer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft mit der digitalen zusammen, ist irgendwann ein Normalarbeitsverhältnis wird, dass ich meinen Beruf wechsle.
Und wenn ich von der Bank zur Altenpflege gehe und ich mache dann über Lernen in der Arbeit, diese Konzepte haben wir heute schon, dann werde ich sozial gefordert, ich werde personal gefordert, fachlich ohnehin, und bei mir findet eine Bildung sondergleichen statt. Mhm. Nur ich kann nicht auf den einzelnen Betrieb beschränkt bleiben, das will ich nur sagen. Es geht nicht um Eliten bei der ganzen Geschichte. Wie gehen wir dann mit der Situation um? Also was ist dann dein Vorschlag? Wir sind ja von Lernkultur jetzt, denke ich, sehr, sehr weit weg. Das Verhältnis zwischen Lernkultur und Unternehmenskultur haben wir jetzt ganz gut, glaube ich, eingestiegen. Und wir haben auch festgestellt, dass es nicht mehr um die Trias geht, Bildung, Arbeit und Lernen, sondern dass es eher noch um den Technikaspekt geht. Statt Arbeitsorganisation und Qualifikation und Kompetenz. Technik, das ist die ganze technologische Entwicklung, Arbeitsorganisation, was habe ich denn bitte? Wie organisiert sich der Betrieb, macht der anders? Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich die Qualifikation oder die Kompetenz. Das ist das Dreieck. Und die Kompetenz steht aber nicht an erster Stelle. Oder gut, von mir sind die gleichberechtigt, ich bringe die Kompetenz über Innovationen. Also ich denke, wir müssen...